Hey, den dreh dich mal ganz kurz um. Schau mal. Die Bärenmama. Ich hatte noch so ein weiteres.
Aber der ist groß. Ja, war denn die Tiger schon drum? Ja. Nimmt doch keins mit. Wir haben hier im Tierpark Hellabrunn und seit über 20 Jahren unter anderem für die Eisbären zählen. Haben wir von Nela und Nobby. Auf der anderen Seite befindet sich der Bärenpapa, der Yogi. Jetzt werde ich natürlich immer wieder gefragt, wieso? Ihr wolltet doch die zusammenlassen an den Männern. Also bei Eisbären liegt es immer an den Bärenmännern, denn das sind normalerweise ruppige Burschen. Allerdings unser Yogi ist ein ganz ein Liebens. Und zwar hat er momentan zwei Furien, und zwar seine Tochter und seine Frau. Am Anfang war das sehr nett alles an diesem Kontaktgitter. Es ist auch immer wieder ganz nett, da begrüßen sich die, da beschnuppern sich die, schrecken sich am Gitter ab. Aber dann gibt es wieder einen Tag dazwischen, wo es eben diese Situation nicht so ist, dass uns aber, und wir müssen aus dem Bauch raus entscheiden und aus der Erfahrung, zeigt, wir wollen es doch noch nicht tun. Denn letztendlich geht es immer natürlich um die Bären. Und sollten die drei Herrschaften sagen, na jetzt schnappen wir uns den Großen, weil wir die Tore aufmachen, dann hätten wir wenig bis gar keine Situation. Nicht so ist, dass sie wirklich absolut entspannt ist, können wir letztendlich die Bären nicht zusammen. Er trifft ja nur die Bärenfrau irgendwo zum Kuscheln und dann geht jeder seines Weges. Unsere Giovanna macht es perfekt, hat die Kleine 25 bis 30 Kilo. Da rechnen wir aber keine Melone, keinen Salat. Meine Kontonummer, sagen die eigentlich gar nicht so flaschig. Natürlich schauen sie aus wie ein Zettel. Was? Da stellt sich da vor.
Wohnzimmer heißt bloß ein Tier. Das ist eine Größe. Und sind die süß. In die Tasche stecken. Du schickst sofort eine ganz kleine. Boah, das ist schnell. Uiuiui, das war schon weit. Ja. Ich glaube, hier macht es immer Spaß, sich zu drehen.